Frauen in der Physik. Professor Margarete Mühlleitner im Gespräch. Ich denke, dass man verstärkt Mädchen auch an die Themen Naturwissenschaften und Technik heranführt. Und dass man vielleicht auch in der Schule aktiv auf die Mädchen zugeht und sagt, hier kommt, beteiligt euch mit an diesem Schulexperiment, traut euch das zu und so wirklich ermuntert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einen Effekt hat. Und dann auch Vorbildfunktionen. Man muss natürlich erstmal Vorbilder haben, aber wenn man Vorbilder hat, den möchte man nacheifern. Entweder man möchte Deutschland sucht den Superstar, ein Supermodel werden, oder man möchte halt eine Superprofessorin vielleicht werden, weil man die irgendwie toll findet. Wie ist es als Frau in der Männerdomäne Physik tätig zu sein? Also ich finde es ganz gut, mir gefällt es. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wie sich es in der Frauendomäne arbeitet, habe ich noch nie. Aber mir gefällt es gut, meine Kollegen sind sehr nett. Ich mag die Art zu diskutieren, ich finde es sehr unkompliziert und ich finde, ich werde auch sehr nett behandelt. Also ich fühle mich durchaus wohl in der Männerdomäne Physik. Haben Sie das Gefühl, in einigen Situationen vor- oder nachteilig behandelt zu werden, weil Sie eine Frau sind? Nee, also mir fällt spontan kein Beispiel ein, wo ich nachteilig behandelt worden bin, weil ich eine Frau bin. Nachteilig wäre vielleicht einzig nur die Tatsache, dass ich eben eine von wenigen bin. Und das macht, dass ich relativ häufig in Veranstaltungen muss, weil da eben notwendig ist, dass eine Frau anwesend ist. Und das nimmt mir natürlich etwas Arbeitszeit weg. Andererseits ist das auch ein Vorteil, weil dadurch lerne ich viele Strukturen, viele Verwaltungsstrukturen besser kennen, die ich so gar nicht kennengelernt hätte. Und ich sehe es sogar eher auch als Vorteil an, eine Frau zu sein, weil man eben mehr auffällt. Wenn ich also auf einer Konferenz bin und einen Vortrag halte, dann merken sich das die Leute einfach. Und das macht es leichter, sich bekannt zu machen und vielleicht auch zu profilieren. Mädchen haben im Schnitt bessere Schulnoten, besseres Abitur und finden auch häufiger den Weg an Universitäten. Warum sind sie in Fächern wie Physik trotzdem eine Minderheit? Tja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Da habe ich auch schon viel nachgedacht. Ich weiß auch nicht, ob meine Antwort die richtige ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht damit was zu tun hat, wie man aufwächst und auch sozialisiert wird. Ja? Mädchen kriegen halt zu Weihnachten kein Lego oder Chemiebaukasten und wachsen mit diesen Dingen nicht auf. Und wenn man so nicht aufwächst und nicht ständig mit Technik oder Mathematik oder Wissenschaft konfrontiert wird, hat man vielleicht erstens nicht die Idee, sowas überhaupt zu studieren. Und wenn man dann die Idee hat, dann traut man es vielleicht sich auch nicht unbedingt zu, weil man sagt, naja, ich habe sowas noch nie gemacht und ich bin dann hoffnungslos hinter den anderen hinterher und traut sich das vielleicht auch erst mal nicht. Also das könnten mögliche Erklärungen sein, warum letztendlich Mädchen doch weniger in diese Bereiche hineingehen. Kann ein forschungsintensives Fachgebiet wie das der Teilchenphysik mit Familie vereinbart werden? Es muss mit der Familie vereinbart werden, weil man möchte ja auch nicht als Forscher, als Einsiedler leben. Man möchte ja auch Familie haben. Aber es ist natürlich schwierig, weil wir sehr viel arbeiten. Wir sind viel auf Konferenzen und wir sind eben auch gezwungen, ins Ausland zu gehen. Also gezwungen, wir machen das ja auch gern, aber wir verbringen einige Jahre auch im Ausland. Und sowas geht natürlich nur, wenn man einen verständnisvollen Partner hat, der das unterstützt und einen da bekräftigt, das zu machen. Ja? Und man muss sich sehr gut organisieren, seinen Tagesablauf sehr gut organisieren und die Zeit, die man dann hat, dann auch wirklich intensiv mit seinem Partner und seinen Kindern verbringen. Und dann geht es, dann kriegt man das auch hin. Andere Länder, andere Sitten? Gibt es außerhalb Deutschlands mehr Physikerinnen? Ich kenne natürlich nicht alles im Detail, aber ich habe einige Zeit in Frankreich gelebt und da waren mehr Physikerinnen und es waren auch mehr Physikerinnen in Leitungspositionen. Und ich denke, das hat was damit zu tun, wie Frauen eben in ihrer Familienplanung unterstützt werden, insbesondere die Kinderbetreuung. Ich denke, das ist der wichtige und zentrale Punkt für Frauen, um Karriere zu machen. Denn man kann ja von niemand verlangen, dass er auf Familie verzichtet. Und wenn man also Wissenschaft und Karriere machen möchte, dann muss man eben auch unterstützt werden in seiner Familienplanung, in seiner Familienorganisation. Und das ist in Frankreich eben sehr gut. Dort sind die Strukturen vorhanden. Und es gibt auch eine ganz andere Akzeptanz in der Gesellschaft, dass eine Frau hundertprozentig arbeitet, Karriere macht, aber trotzdem zwei oder drei Kinder hat. Das wird nicht als merkwürdig angesehen. Das ist in Deutschland noch etwas anders. Aber ich denke, auch in Deutschland entwickelt sich da die Einstellung dazu und
auch hier gibt es eben im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren sehr viel mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Was geben Sie Ihren Studentinnen und Doktorandinnen mit auf den Weg? Haben Sie einen Tipp speziell für zukünftige Wissenschaftlerinnen? Also gut, mich hat natürlich noch keine von meinen Studentinnen und Doktorandinnen nach Tipps gefragt. Aber wenn sie mich fragen würden, ich glaube, der Haupttipp, den ich ihnen geben würde, wäre zu sagen, macht das, was euch Spaß macht. Weil nur wenn es Spaß macht, könnt ihr auch wirklich so viel arbeiten und gut darin sein. Und traut euch das zu. Ja, dass die sich einfach auch zutrauen, dass beides möglich ist, nämlich Familie und Wissenschaften. Weil beides ist, braucht man. Ja? Man möchte diesen wunderbaren Beruf Physik machen, aber natürlich gleichzeitig nicht auf Familie verzichten. Und da hat man natürlich Angst davor, schaffe ich das? Niemand weiß, wie ist das, wenn man ein Kind hat, wenn man noch nie eins gehabt hat. Und ihnen einfach sagen, ihr packt das. Ja? Wenn das erstmal so weit ist, dann habt ihr so viel Energie, weil ihr einfach einen tollen Beruf habt und eine Familie dazu. Ihr schafft das. Und ich kenne Kolleginnen, die sind erfolgreich und die haben Kinder und die packen das. Ja? Wie gesagt, da gehört halt viel Organisation dazu. Also das wäre was, ihnen Mut zu machen und dann auch zu sagen, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Zeigt das, was ihr könnt, ja, und lasst euch nicht so blenden von den anderen. Das macht man natürlich am Anfang, weil man ja selber noch nicht so den Überblick hat. Aber da einfach auch ein bisschen mutig sein und sich nicht entmutigen lassen und trotzdem weitermachen.